ich habe jetzt endlich die Möglichkeit bekommen, so das, was ich schon immer machen wollte, irgendwie in die Tat umzusetzen. Und ich habe aber mittlerweile trotzdem ein bisschen Angst davor. Ich werde in den nächsten Tagen nach Nepal fliegen, um eine Dokumentation von einer Erstbesteigung im Himalaya zu filmen. Ich war schon immer so outdoor aktiv, aber immer mehr so wirklich im sportlichen Bereich, also Sportklettern, Tauchen, irgendwo hochkraxeln und von Wasserfällen runterspringen. Aber ich glaube, der große Unterschied ist, jetzt komme ich quasi in ein ganz neues Terrain, wo ich fast mehrere Monate auf mehr als 5000 Metern Höhe verbringen werde und da wahrscheinlich eher meine Ausdauer an die Grenzen kommen wird. Jos Kobusch ist ein verrückter Typ, sag ich mal, denn er ist Solo-Bergsteiger. Das bedeutet, dass er alleine diesen 7000er besteigen möchte und ich werde dann mit Jos ein Stückchen am Berg quasi mit hochsteigen. Ich schätze mal, dass ich nicht weiter als 6000 Meter mit hochsteigen werde. Dadurch, dass wir einen ganzen Monat von der kompletten Welt abgeschnitten sind, weiß natürlich Franzi auch nicht, wie es mir geht oder wie es uns geht. Das ist eine riesige Zeit der Ungewissheit. Das ist beides meine Leidenschaft, draußen zu sein und Filme zu machen. Und das zu kombinieren, ist einfach eine unglaublich klasse Möglichkeit. Wenn ich das jetzt nicht machen würde, dann würde ich es für den Rest meines Lebens bereuen. Wer Bock hat, wer Interesse hat, meine Reise als Outdoor-Video- und Fotograf mitzuverfolgen, der kann einfach auf unseren Blog gucken, www.unddasisterstderanfang.de oder bei den sozialen Kanälen, Facebook, YouTube, Instagram dabei sein. Und am einfachsten ist es, wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet. Da werde ich einen Link irgendwo in der Beschreibung einfügen. Denn da wird alles zusammenführen. Da werde ich quasi ein Update geben, was jetzt die letzte Woche passiert ist, was ich alles veröffentlicht habe und direkt euch als E-Mail zukommen lassen.